Es prallen zwei Welten aufeinander, es prallen zwei Figuren aufeinander. Alt kämpft gegen Jung und umgekehrt. Onno Fietz ist ein Mitte 50-jähriger Hartz-IV-Empfänger, der, ja, nachdem er ein gutes Dutzend Mal auf etlichen Berufsfeldern gestrauchelt ist, es versucht mit Detektiv als Berufsbild. Und er bekommt seinen ersten Auftrag von einem befreundeten Anwalt, der wiederum als Mandanten einen Pop-Titan hat, der wiederum eine Geliebte hat, die wiederum ganz anderweitig fremd geht, nämlich mit einem Verbrecher vom Kiez. Und somit gerät Onno Fietz also in die größten Schwierigkeiten. Zum einen wollte ich mich rehabilitieren. Ich habe mit 13, 14 meine ersten Krimis geschrieben, die entsprechend Plagiate waren von Enid Blyton, Kinderkrimis oder auch von Agatha Christie und so weiter. Und mich hat aber dieses Genre nie losgelassen. Ich habe eine Menge Krimis gelesen, dann jahrzehntelang nicht und jetzt für diese Idee wieder. Ein anderes starkes Motivationsmoment war, dass ich mich mit Gewalt, mit dem Phänomen der Gewalt befassen wollte, was mich seit, ja, im Grunde auch schon seit Jugendtagen immer wieder fasziniert und auch fast, na, geradezu abstößt einerseits, aber eben auch fasziniert. Ich bin ein großer Liebhaber von Boxkämpfen oder auch von Mafiafilmen und so weiter. In jüngeren Jahren habe ich mich durchaus hin und wieder auf dem Kiez rumgetrieben. Allerdings war ich nie im Milieu zugange, also nicht definitiv. Ich habe aber in meinem Leben durchaus ja, Berührungspunkte mit delinquenten Typen gehabt. Und diese Begegnungen haben mich immer wieder stark beeindruckt, sodass ich dann für die Recherche, die überwiegend in Sekundärliteratur bestand, also in Biografien von Luden oder von anderen Gewalttätern. Insofern habe ich mich auf diese Recherche dann auch auf biografische, ja, Erfahrungen stützen können. Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr auf dem Kiez unterwegs, ich trinke nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich habe im Grunde nichts verloren. Und der Kiez ist mir auch, ja, es wird mir zu voll, zu bunt, zu touristisch, zu, ich weiß es nicht. Also ich habe mit dem Hamburger Kiez, wie er real existiert, nicht mehr allzu viel Berührungspunkte. Ich habe deswegen auch versucht, den gesamten Roman ein bisschen märchenhafter zu gestalten, oder märchenhaft ist vielleicht der falsche Ausdruck, insgesamt ein bisschen grotesker, surrealer zu gestalten. Also man darf als Leser nicht den Fehler machen, jetzt großartige Hintergrundinfo aus diesem Roman zu ziehen. Ich bin seit ein paar Jahren in einer sehr agilen, jungen Agentur für Lesungen, Tomprodukt, die da etliches für mich an Land gezogen hat, worüber ich natürlich sehr dankbar bin, einerseits. Andererseits sind öffentliche Auftritte für mich nach wie vor nicht besonders lustbesetzt. Ich habe lange Zeit geradezu psychotisches Lampenfieber gehabt. Inzwischen kann ich da ein bisschen besser mit umgehen. Und insofern freue ich mich durchaus auch auf die Lesereise. Sind gute zwei Dutzend Termine, die ich da vor mir habe. Aber die Frage, ob ich das auch machen würde, wenn ich das Geld nicht nötig hätte, würde ich eher mit Nein beantworten. Also mir wäre es schon am liebsten, wenn ich mich wie
wen hatten Sie angesprochen? Thomas Pynchon, überhaupt nicht in der Öffentlichkeit präsentieren müsste. Ich habe schon durchaus das Gefühl, dass von mir inzwischen eine gewisse Komik erwartet wird. Bisher hat es noch keinen definitiven Druck aufgebaut, weil es ohnehin meiner Auffassung von der Welt oder auch meiner Anschauung von der Welt entspricht, sie komisch zu sehen, die Menschheit tragikomisch zu sehen, die Welt komisch zu sehen. Insofern leide ich da nicht unter einer gewissen Erwartungshaltung, noch nicht. Es gibt aber, das habe ich beim Schreiben meines Erzählbandes Mehr Liebe gemerkt, durchaus auch ja, Impulse bei mir, auch einfach ernste Geschichten zu schreiben. Klagenfurt, das Aufregendste, was ich als Schriftsteller erlebt habe. Ja, möglicherweise, aber nicht, weil ich das jetzt, weil ich die Veranstaltung an sich so grandios finde, sondern weil es relativ früh in meiner Laufbahn der Fall war, also nach meinem ersten Roman, zwischen dem ersten und zweiten. Und eben wegen meiner schon zitierten Phobie vor öffentlichen Auftritten war es mordsmäßig aufregend. Dann eine halbe Stunde lang da was vorlesen, während die Kameras auf einen gerichtet sind, war für mich im Grunde ein Gräuel. Es wurde dann per Video aufgenommen von Freunden von mir und so weiter. Und ich habe das mal zu Hause damals im schnelleren Modus abspielen lassen und habe festgestellt, also das Video dauerte 30 Minuten und ich habe in 30 Minuten 60 Mal die Brille rauf und runter geschoben. Das sah furchtbar aus, also es war grauenerregend im Grunde. Tja, ich bin dann auch relativ flott durchgefallen da. Ich war als Letzter dran und die meisten der Juroren konnten damit absolut nichts anfangen. Ich kann es mir nicht genau erklären, wieso ich in diesem, wie Sie sagen, eher bildungsfernen Milieu dann so auf die Schreiberei gekommen bin. Ist außer, dass ich sage, es hat was mit Lust zu tun. Es hatte was Sinnliches für mich. Also die Reliefs, die man durch die Kugelschreiberei auf Papier erzeugte, fand ich schön zum Anfassen. Es war die Tinte, die floss, fand ich schön. Es hat mir großen Spaß gemacht, zum Kaufmann zu gehen und weißes Papier zu kaufen und das dann eben mit Schrift zu füllen. War toll. Also es war für mich insofern gab es schon durchaus so eine gewisse Prädestination für Stubenhockerei. Das wohl. Ich weiß auch, dass meine Mutter mich öfter mal aufgefordert hat, nun geh mal raus. Ich bin auch draußen gewesen. Ich habe auch mit Fußball gespielt. Ich war auch im Wald und so weiter. Aber es hat mich immer wieder dann auch zum Kinderschreibtisch gezogen. Was mich sehr beeindruckt hat, ist der Roman Sand von Wolfgang Herrndorf, der früher mal die Coverbilder von meinen Romanen gemalt hatte, dann das Malen aufgab und Schriftsteller wurde und ein großartiger Schriftsteller, wie ich finde. Seit seinem ersten Roman in Plüschgewittern bin ich ein Riesenfan von seinen Sachen. Und Sand ist der letzte große Roman, den ich gelesen habe. Fand ich wirklich absolut grandios.